Hallo, im dritten Teil dieser Serie zeige ich euch, wie die Logikbausteine aussehen, wenn man sie kauft und wie man sie verwendet. Erstmal, wo bekomme ich diese Bauteile her? Man bekommt diese eigentlich in jedem Elektronikgeschäft bzw. Elektronikversandhandel. Bekannte sind zum Beispiel Konrad Elektronik und Reichelt. Ein eher unbekannter, jedoch billigerer Internetshop ist Pollen. Die Links zu den Internetangeboten finden Sie in der Videobeschreibung. Ein Node-Baustein ist beispielsweise der 74LS32. Logikbausteine fangen eigentlich immer mit 74 an und darauf folgt eine weitere 2- oder 3-stellige Zahl. Dazwischen steht manchmal auch noch ein LS und auch ein SN ganz am Anfang. Eine weitere Bezeichnungsmöglichkeit ist zum Beispiel DL032D. Dieser Chip ist der gleich wie der 74LS32. Um nun herauszubekommen, wie man den Baustein anschließen muss, gibt man einfach die Bezeichnung bei Google oder auf einer Seite wie datasheetcatalog.com ein. Dann sollte man meistens einen Eintrag mit Datasheet oder Datenblatt finden. Diese lädt man sich dann runter. In diesem Datenblatt gibt es nun für den Anfang eigentlich nur zwei wichtige Dinge. Die Anschlussbelegung, also welcher Anschluss des Gatters wo rausgeführt ist, und die Betriebsspannung. Die Betriebsspannung ist die Spannung, mit der man das IC betreiben darf. Wird diese überschritten, so kann das IC beschädigt werden. Ist diese zu niedrig, arbeitet das IC eventuell nicht richtig. Die Betriebsspannung der meisten ICs ist 5 Volt. Die ICs können jedoch oft auch mit zum Beispiel 3 Mignum-Batterien, also 4,5 Volt, betrieben werden. Um eine Spannungsquelle mit zum Beispiel 9 Volt verwenden zu können, wird ein 5 Volt Spannungsregler benötigt. Auf diesen werde ich jedoch in einem anderen Video eingehen. Der Anschluss VCC muss immer mit Plus und GND mit Minus verbunden werden. Die Anschlussbelegung der Gatter ein- bzw. Ausgänge wird oft mit den Schaltsymbolen dargestellt. Beim 74LS32 liegen die Eingänge des ersten Gatters also auf Pin 1 und 2. Der Ausgang ist der dritte. Eine Sache, die noch zu beachten ist, ist, dass ein offener, also nicht verbundener Pin meist als 1 gewertet wird. Jedoch muss dies nicht immer so sein. Um diese Unsicherheit zu beheben, kann man einen 10 kΩ Widerstand mit dem Pin und VCC oder GND verbinden. Der somit verbundene Pin hat dann den Standardwert, mit dem er verbunden wurde, ist ansonsten aber ganz normal verwendbar. Man erkennt Pin 1 entweder an einem kleinen Punkt auf der IC-Oberseite, welcher sich an der Position des ersten Pins befindet, oder an einer Einkerbung auf einer Seite. Wenn man den Chip dann mit der Einkerbung nach oben hält, so befindet sich Pin 1 ganz links oben. In diesem Beispiel schließe ich einfach eine LED an den Ausgang an. Diese wird mit GND verbunden, leuchtet also, wenn der Ausgang 1 ist. Die Eingänge werden durch einfaches Umstecken der Drähte geändert. Man kann solche Schaltungen recht einfach auf einer Steckplatine aufbauen. Dabei sind im mittleren Block alle Reihen vertikal verbunden, die horizontalen Reihen sind horizontal verbunden. Die jeweils untere der horizontalen Reihen ist mit Plus verbunden, die obere mit Minus. Als erstes setzen wir den Chip ein. Danach verbinden wir VCC und GND. Danach verbinden wir die LED über einen Widerstand mit dem Ausgang. Die beiden Input-Pins werden vorläufig mit Ground verbunden. Ziehen wir einen dieser Pins auf High, so leuchtet die LED. Hier nochmal das Ganze mit einem UND-Gatter. Mit einem Nicht-UND-Gatter. Als nächstes kommen wir zum Nicht-Gatter. Nun müssen wir die Schaltung geringfügig ändern. VCC und GND bleiben, jedoch müssen die Ausgangs- und Eingangspins geändert werden. Beim Nicht-Gatter haben wir ja nur noch einen Eingang.
Hier leuchtet nun die LED, wenn der Eingang 0 ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Dies war die letzte Folge der Grundlagenserie zu Logikbausteinen. Es gibt jedoch noch weitere nützliche Bauteile, die teils auch auf Logikgattern basieren. Flipflops, Zähler, Decoder, um nur mal ein paar zu nennen. Es werden Videos zu diesen Bausteinen folgen, also abonniert doch bei Interesse meinen Kanal.